So, hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Minecraft. Wir waren eigentlich auf der Suche gewesen nach einem schönen Örtchen auf dem Festland. Um genau zu sein, nach einer Höhle. Leider Gottes, warum sind wir nicht zurückgekommen? Werkzeug habe ich, Schippe habe ich, Essen habe ich, Fackeln habe ich. Wieso genau bin ich zurückgekommen? Ich habe keine Ahnung mehr gerade. Ich weiß es nicht. Deswegen fahre ich nochmal rüber und... Warte mal, wollte ich ein Bett mitnehmen? Kann das sein? Holz habe ich. Eine Schere habe ich natürlich jetzt nicht. Pass auf, egal. Ich gehe mal kurz eben da drüben nochmal hin und gucke, ob ich da ein paar Schafe rasieren kann. Oder pass auf, Gegenvorschlag. Ich schaue mich da einfach jetzt mal ein bisschen um. Ich halte das für eine gute Idee. So, wir schwimmen jetzt einfach mal nach hier. Da hinten ist die Höhle, glaube ich, gewesen. So, und hier steigen wir mal ganz gemütlich aus. Wir machen halt mal zwei Fackeln dran, damit wir das ein bisschen besser sehen können hier. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns als erstes mal wieder ein bisschen Gerümpel hier drüben weg. Ich hoffe, der Sound ist dann jetzt gleich so in Ordnung. Ah, ich werde mich tierisch erschrecken, sobald er gleich irgendwie so ein kommt. Aber das soll mir jetzt auch mal gerade egal sein. Da mal ein Schwein, das bringt uns gerade nicht sonderlich weiter. Haben wir noch... Ja, wir haben. Okay, super. Hallo Timo übrigens. Ich nehme jetzt hier erstmal ein bisschen Holz mit. Für schlechte Zeiten sozusagen. Ich muss mich erstmal ein bisschen hier orientieren, denn ich habe in der Zwischenzeit relativ viel mit Ela gespielt, Schrägstrich in Anführungszeichen, was man so als relativ viel bezeichnen möchte, kann, whatever, und seit wann gibt es denn solch hohen Birken hier? Die sogenannten High Birks. Das ist aber halt schon auch echt... gewöhnungsbedürftig, da hochzukommen dann jetzt gleich, ne? Müssen wir erstmal ein bisschen hochbasteln hier. So. So. Vielleicht kommen wir jetzt erstmal nach oben. Na. Na, schön, diesmal geht das wenigstens mit den Screenshots. Ich habe schon gedacht, es will wieder nicht. Ja, was gibt's denn eigentlich Neues so? Ich habe gerade ein bisschen Star Wars Battlefront 2, den neuen Teil, gespielt. Der ist heute tatsächlich in die, ja, warte mal, Quatsch, ne, ist ja jetzt ein Tag weiter jetzt. Gestern ist der in die Closed Alpha gegangen. Hätte ich gerne angespielt, darf ich nur leider nicht, weil wegen Closed Alpha und bla und blub. Und deswegen müsst ihr leider darauf verzichten oder es eventuell selber spielen, falls ihr eine Einladung dazu bekommen habt. Wie gesagt, ich würde gerne, darf es aber nicht. Ne, sonst hätte ich das schon sofort gestreamt. Eigentlich schön hier, ne? Könnte man eigentlich mal eine Hütte bauen. Ich glaube, das mache ich auch mal tatsächlich. Wir müssen halt dann nur mal so einen Orientierungsmöppel bauen, wo es dann wieder zurück zu unserer Insel geht. Und ich glaube, es war einfach strikt in diese Richtung hier. Ich werde mir das mal so markieren, dass ich das auf jeden Fall wiederfinde, nämlich mit Kobels. Und zwar nach dort müssen wir weiter. Und pass auf, wir machen das so, wir setzen immer oben drauf ein. Und dann in die Richtung, wo wir weiter müssen, ein. Ne? Das heißt, man sieht es aus weiter Entfernung. Oh, Kohle. Oh, Fliegen. Blöcke. Ich glaube, ich möchte mich mal da oben hinstellen und mal einmal gucken, wie die Aussicht da so ist. Vielleicht finden wir da nochmal etwas anderes Interessantes. Außer Schweine. Und möglicherweise können wir uns da oben auch direkt schon unsere Hütte bauen. Also eine Hütte, eine weitere. Die Kohle da ist natürlich auch interessant, aber die lasse ich jetzt gerade mal da. Ich könnte mal natürlich auch einmal die Sichtweite so richtig schön hochkurbeln. Da hinten ist ein Sumpf. Ja, okay, da hinten ist es auch noch gar nicht mal so uninteressant. Da geht es auch noch mal weiter. Also was wir hier auf jeden Fall nicht haben werden, das ist Holzprobleme. Birkenholzprobleme, um genau zu sein. Wir machen das mal so. Ich baue mich jetzt einfach mal hier so auf einem Plüppel nach oben. Ja,
Und dann nehme ich mir mal die Axt zur Hand und kloppt die Birke einfach mal aus dem Leben hier. Ja, ich wusste es, dass das gleich passiert. Ich wusste es. So, das lasse ich mal einfach vergammeln da oben. Ich finde das hier eigentlich schon... Eigentlich finde ich das hier oben schon so interessant, dass ich hier wirklich tatsächlich eine kleine Hütte bauen möchte. Vorzugsweise natürlich aus Birkenholz, weil das ist sowieso das Einzige, was wir gerade finden. Ich laufe immer ein bisschen weiter gerade. Einfach mal, um mich so ein bisschen zu orientieren. Die Musik ist gerade hart nervig, stelle ich fest. Nichtsdestotrotz... Oh, ein Wüstenbiom. Ich glaube... Freunde, sollen wir das mal machen? Sollen wir da hinten mal hinreisen? Da hinten fängt ja die Wüste an. Die Frage ist, finden wir da noch zurück? Das ist halt so ein bisschen... Das nächste Problem, was ich jetzt hier gerade sehe. Ich muss auf jeden Fall hier wieder eine Markierung machen, dass wir vielleicht hier einfach nachts langlaufen dann. Um die zu sehen. Pass auf, dann machen wir hier mal so. Wir müssen hier auf jeden Fall eine hier oben drauf setzen. Nein, ich weiß, Martin, ich weiß zufälligerweise nicht den Seed. Das tut mir wirklich so ein bisschen leid. Wir müssen eigentlich in diese Richtung hier laufen, damit wir da weiterkommen. Da müsste der nächste Möppel irgendwo kommen. Ich hoffe, man kann das wirklich da sehen. Ich werde einfach mal, um das ein bisschen zu erleichtern, werde ich mal hier die Birke auch noch wegnehmen. Und ich hoffe, ich komme da jetzt... Ah, ich komme jetzt nach oben, sehr gut. Also Holz haben wir genug, wir müssen gleich nur ein paar Schafe rasieren gehen, ne? Sonst kommen wir hier nicht sehr weit. Ich laufe jetzt einfach mal los, auch auf die Gefahr hin, dass wir nicht... Ist das ein Schwein? Nee, das ist... Ja, das ist ein Schwein. Es ist leider kein Schaf, darauf hatte ich jetzt ja gerade so ein bisschen gehofft. Wie lange haben wir denn eigentlich noch? Ach Gott. Ewig und 3 Jahre, wollte er fast sagen. Ich laufe mal in diese Richtung Wüste hier. Und hoffe, dass ich dann gleich irgendwann mal wieder zurückfinde. Hier, oh, warte mal, das ist ja gar nicht... Warte mal, sieht man das? Natürlich sieht man es nicht. Das habe ich natürlich prima gemacht. Man müsste es aber irgendwo sehen eigentlich. Na, zumindest in der Nacht wird man es sehen. Da müssen wir halt einfach mal nachts... könnte einfach nachts mal einfach die Monster ausschalten. Und dann zurücklaufen. Ich denke aber, das ist okay. Hallo Schwein. Hallo Schwein. So. Kürbisse hat's hier. Und Kakteen. Kürbisse, das sind natürlich auch Kakteen. Aber nur Deko-Kakteen und Häschen. Sexy kleine Häschen haben wir hier. Und wir haben sexy kleine Kürbisse hier. Das heißt, wir nehmen die mal ganz kurz eben mit. Dann können wir uns da auch welche anpflanzen. Da hinten ist einfach nur Meer. Das ist schon mal eigentlich gar nicht uninteressant. Weil dann können wir nämlich eigentlich auch mit dem Boot hier rüberfahren. Da brauchen wir gar... Ui. Was ist denn das? Ich laufe jetzt hier gerade mal so ein bisschen, ne? Merkt da gerade. Ich laufe hier durch die Gegend und erforsche einfach mal. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwas Spannendes finden. Und da drüben, das finde ich tatsächlich gerade relativ spannend. Was ich nicht so spannend finde, wobei das finde ich eigentlich doch auch sehr spannend, ist, dass es gerade dunkel wird. Ich hatte jetzt gerade so ein bisschen die Hoffnung auf einen Tempel gehabt hier, ne? So in der Wüste. Das hätte ich jetzt recht interessant gefunden. Da oben ist auf jeden Fall der Berg, wo wir da hin müssen. Das kann ich mir bestimmt irgendwie merken. Was ist das ja eigentlich so hell? Also kannst du jetzt ja sagen, was du willst, ne? Aber uninteressant ist jetzt halt auch anders. Ich finde das hier schon sehr interessant. Und das ist natürlich auch ein Highlight. Auch wenn das aussieht, als ob da ein riesengroßer Creeper halt sich einmal verlustiert hätte an dem, an dem Sandhügel. Ja, es wird gerade dunkel und das wirft folgende Problematik auf. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hier gerade mal Unterschlupf finden sollen. Deswegen, ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich mal kurz die Monster ausstellen soll und ein bisschen rumlaufen soll. Ich wollte ja jetzt hier mal ein bisschen erkunden, ne? Und das wird nicht funktionieren, wenn wir jetzt, ich glaube, ich wollte nämlich wirklich ein Bett mitgenommen haben. So, wir finden hier in der Wüste momentan noch gar nichts Interessantes. Deswegen... Ja. Ja, pass mal auf. Ich mach mal die Monster eben aus hier. Und lauf dann zumindest mal einmal zurück. Es wird ja jetzt gleich wirklich dunkel. Und ich glaube, dann wird es auch richtig dunkel. Und wir werden gleich wirklich fast gar nichts mehr sehen.
So, also jetzt ist schon ziemlich duster. Ich weiß gar nicht, was ihr so seht. Ich nehme mal die Fackel hier, dann sieht man wenigstens ein bisschen was. Jetzt können wir aber gucken, ob Prinzip der Leuchtfeuer funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das müsste ja irgendwo in diese Richtung dort hinten sein und dann auf dem Berg. Den sehen wir jetzt ja gerade noch nicht, blöderweise. Ja, bis jetzt hält sich das mit dem Prinzip funktionieren noch sehr in Grenzen. Da hinten sehe ich doch ein Feuer. Guck mal, also die sieht man schon recht gut eigentlich, muss man sagen. Also zumindest wenn es dunkel ist. Okay, pass mal auf, Freunde. Dann lassen wir jetzt doch einfach mal die Wüste Wüste sein gerade und laufen jetzt hier erstmal einmal durch den Wald zurück. Wir wollten ja eigentlich in eine Höhle, ne? Hallo Schwein, jetzt habe ich mich gerade fast erschreckt. Hatte ein bisschen vergessen, dass wir eigentlich die Monster aushaben, deswegen eigentlich uns ja gar nicht erschrecken brauchen. So, da geht's wieder irgendwo Richtung Sumpf. Da ist Sumpf, da hinten ist Wüste und da hinten ist irgendwo dann eine Hügel, wo wir hin wollten. Und ich glaube, da werden wir uns mal eine zweite Hütte bauen. Der hat mich gerade aufgeregt, dieser Block, der da rumstand. Okay, da müssen wir hoch. Und hier müssen wir wieder runter. Ja, die Rosen nehmen wir mal mit. Kann man nie genug von haben. So, da geht's hoch, ne? Genau, da geht's hoch, da müssen wir auch hoch. Denn ich möchte ganz gerne jetzt gleich erstmal gucken, dass ich mir noch ein zweites Bett baue. Und wenn wir ein zweites Bett wenn wir ein zweites Bett haben, dann können wir uns Gedanken machen, ob wir hier oben nicht eine Zweithütte bauen sollen. Ich mache mal hier ganz kurz eben eine Fackel hin. So. Und dann können wir von hier aus weiter erkunden, weil das macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt jedes Mal immer nur einen halben Tag im Prinzip exploren können und dann schon wieder dazu angehalten sind, wieder zurückzulaufen, weil wir einfach sonst, ja, es nicht mehr schaffen, uns irgendwo, naja, unterzubringen für die Nacht. Wobei wir die Nacht natürlich als solche, also ich zumindest, gar nicht erleben möchte. Ich möchte vielmehr hier gerade erstmal irgendwie nach oben kommen. Aber es klappt gerade nicht. Ich nehme das mal weg und das mal weg und dann können wir hier hoch, ne? Genau, so, zack. Ja, und das mit Monstern wäre natürlich jetzt eine super knalle Aktion gewesen. Knalle Aktion im wörtlichen Sinne, denn mich hätte wahrscheinlich sofort der erste Creeper aus dem Leben gerotzt. Okay, wir müssen da irgendwo weiter. Ich versuche mal jetzt gerade den Weg zu finden. Und möglicherweise können wir das ja auch so machen, dass wir. Na, Schafe werden wir hier nicht finden. Und zumindest habe ich keine gefunden. Da hinten ist nochmal Licht irgendwo. Das scheint so ganz cool durch die Bäume durch. Oh, hier waren wir auf jeden Fall schon. Hier liegen ein paar Birkensetzlinge rum, die ich jetzt gerade nicht neu setzen werde. Und gucke mal, da ist die nächste. Sehr schön. Dann laufen wir hier einmal runter. Bob, bob, bob. Was haben wir denn noch? 2 Minuten. Dann schaffen wir das noch bis nach Hause, wa? So, wir laufen hier runter. Zum Ufer, nehmen uns das Boot, fahren nochmal rüber auf die eigene Insel. Und dann gucken wir mal weiter, wie wir das machen. Hier sind nur Schweine, ne? So eine Schweinerei. Ich meine, Schweine an sich sind ja jetzt nichts Schlechtes, aber ich hätte halt jetzt gerade schon irgendwie Bock auf Schafe. Dann bräuchte ich nicht zur Insel zurück, weil alles andere habe ich ja dabei. Ach, guck mal. Ach, nee. Wo geht's denn hier rein? Das markieren wir uns gerade mal erstmal. Und da drüben hatten wir schon einen Eingang, da liegt unser Bötchen, das hatten wir da angelegt. Und dann fahren wir kurz zurück, bauen uns da noch ein zweites Bett und fahren dann in der nächsten Folge wahrscheinlich, denn mit dieser sind wir gleich durch, wieder zurück zum Festland. Ich glaube, das ist ein Plan. Fahren wir überhaupt? Ja, wir fahren. Okay, Insel kommt näher, da drüben steht ein richtig großer Baum, das gefällt mir schon richtig gut. Ein bisschen schneller paddeln wäre halt auch witzig. Die Musik ist gerade ewig cool dafür. Secret of Mana. Naja, gut. Jetzt nichts so Unbekanntes. Ach ja, genau. Wir hatten ja hier schon den Schafstall fertig. Genau, da können wir gleich mal ein bisschen die Schafe vermehren, ein bisschen die Schafe scheren und außerdem vielleicht noch ein bisschen Beeren essen. Okay, wir hauen uns mal kurz eben in die Pöfe. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir, wenn überhaupt, machen wir das morgen, also am Anfang der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alles Gute und reingehauen und tschüss.